Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück hier in den romantischen Ruinen. Es geht wieder weiter mit dieser wunderschönen Musik. Wir haben im letzten Part schon ordentlich was geholt. Ein paar Schätze, Schlüssel und Insekten vor allem. Mal sehen, wie es heute weitergeht. Ich bin gespannt. Wir gehen erstmal wieder raus. Nee, doch nicht. Das Geile ist halt, wir haben den Morgenstern. Ne? Damit haben wir so einen Heimvorteil. Das denkt man gar nicht. Morgenstern sowieso das overpowerste Item in diesem Spiel. Und hier haben wir noch eine Geisterseele, ne? Wie geil das ist, ey. Viele Geisterseelen es hier einfach gibt. Das ist unglaublich. Oh Gott. So, und Nummer 43 ist am Start. Und, oh ja, ein weiteres kumulanisches Zeichen von 6 oder 7. Ich weiß gerade gar nicht. I'm not really sure. Aber die Geisterseele nehmen wir auf jeden Fall mit. So, hier könnten wir jetzt einen Schlüssel usen. Machen wir später. Ich gehe erstmal hier rein. Ist auch der letzte Schlüssel, den wir haben. Den einen können wir, wie gesagt, umgehen. Da bin ich mir relativ sicher. Da wir den Morgenstern schon haben. Ohne Morgenstern wäre es, glaube ich, nicht gegangen. So, aber so ist es halt relativ sicher, dass wir das können. Okay, wir haben jetzt hier einmal einen Shortcut gemacht. Das heißt, wir können jetzt jederzeit hier wieder hoch. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so ausrichten können. Ja, ja, ja. Da wird scharf geschossen nach mir. Ich gehe erstmal hier rüber, würde ich sagen. So. Aua. Und tschüss. Tschüssikowski, mein Freund. So, die werden schon mal down. Da unten, den Bereich kennen wir schon. Genau, da drüben wird man dann, glaube ich, rauskommen, wenn wir da die Schlüsseltür benutzen. Und dann müssen wir mit der Kanone... Boah, ich glaube, den da drüben müssen wir wegballern. Und noch die ein oder andere... andere Sache irgendwie machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Was wir aber auf jeden Fall erstmal machen, ist hier rüber uns ziehen. Denn da gibt es noch eine Schatzkiste. So. Ich weiß gar nicht, ist hier der Miniboss? Nee. Wo ist denn der Miniboss eigentlich? Yay, Money. Money in the pocket. So, hier schön aufpassen. Ich meine, wir haben den Shortcut, ja. Aber runterfallen möchte ich deswegen trotzdem nicht. Zack. Nur wegen der kleinen Schatzkiste? Okay. Wahnsinn. 50 Rubine. Ich bin begeistert. Geflasht. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Oh Mann. Okay, wir kommen dafür jetzt hier raus. So. Und haben jetzt einen totalen Shortcut natürlich auch. Das heißt, wir können einfach drüber klettern und können da drüben wieder rausgehen. Was ist denn hier oben eigentlich? Ist da irgendwas? Nö, da zieht's nur. So, hier waren wir ja schon. Und hier werden wir jetzt erstmal unseren letzten kleinen Schlüssel benutzen. Und kommen... wohin? Ah ja. So, erstmal die alle down gemacht. Genau, dann müssen wir hier rein. Hauen den erstmal weg. Die Dinger können wir, glaube ich, runterschießen jetzt einfach. Wie cool das ist. So... genau, und jetzt holen wir uns eine Kanonenkugel. Die müssen wir von unten hochholen. Und wir umgehen jetzt halt wieder den kleinen Schlüssel. So.
Normalerweise bräuchte man den halt. Aber wenn man Morgensterne hat, braucht man das halt nicht. Deswegen, das ist ziemlich praktisch, dass man das halt mit einem Schlüssel weniger machen kann. Ansonsten hätten wir halt wirklich warten müssen, bis wir den letzten kleinen Schlüssel finden, wenn wir den aus Versehen benutzt hätten. Aber wir sind halt smart. So, mit der Kanonenkugel können wir da drüben dann halt das Vieh wegballern und kommen dann in eine neue Area. Ich glaube, dort bekommen wir dann auch den, normalerweise den Morgenstern. Der Tempel ist schon ziemlich cool hier. Den mag ich sehr gerne. So, laden. Dann einmal rüberschieben, so. Jetzt schießen wir uns quasi die Kanonenkugel darüber. Zack. Und wenn die da drüben ist, dann können wir die wieder benutzen, können die in die andere Kanonenkugel, in die andere Kanone laden und können das Vieh da wegballern. Das ist schon ziemlich smart. Finde ich irgendwie geil gemacht. Cooles Rätsel. Mag ich. Sehr gerne, yeah. Auch so mit der Art an sich, dass die Kanonenkugeln da drin gespeichert werden und so. Das ist alles sehr cool gemacht. So, zack. Hallo Kanonenkugel. Zack, hier einmal den Shortcut freispielen. Die Mucke. Die ist halt auch die geilste. So, und jetzt einmal auf das Vieh da drüben zielen. Zack. Das sollte eigentlich ein One-Shot werden, oder? Ja, sieht gut aus. Zack, einmal laden und lebe wohl. Piu. Ja, das war... Der hatte außerdem die Frau gefressen. Wie lustig, ey. Oh Gott. So, und jetzt können wir hier gleich rüber, ne? Auf direkte und smarte Weise. Ja, dann theoretisch können wir auch direkt in den Bossfight rein. Was halt auch sehr interessant ist. Hi. Oh, wie gut, dass es dir nichts passiert ist. Ich habe ein wenig von der Suppe gegessen, die mein Mann gemacht hat. Seitdem geht es mir etwas besser und ich bin dir gefolgt. Du hast den Schlüssel gefunden, sehr gut. Das Schlafzimmer ist direkt über uns. Ich bring dich hin. Viel Spaß. Ich gehe erstmal hier rein. Wir haben auch den Miniboss irgendwie noch nicht gelegt. Wo ist denn der? Irgendwie habe ich den verpasst. Ich muss gleich mal gucken, wo der ist. So, da war jetzt eigentlich der Boss-Key drinne, glaube ich. So. Oh Gott. Ja, das ist halt schon die... Die Situation, dass du den Morgenstern schon hast, deswegen kommen jetzt auch so viele von den Gegnern. Weil die halt mittlerweile so leicht zu töten sind. Aber trotzdem, viele von denen sind trotzdem eklig. Man kann die aber auch mit Bombenpfeilen, glaube ich, relativ gut ausschalten. Aber warum? Ne, wir haben hier so einen schönen, smarten Morgenstern. Der regelt das für uns. So, dann hätten wir die Boss-Key. Schatztruhe. Mit einem kleinen Schlüssel. So, jetzt habe ich mich voll verschluckt. Und das ist der letzte Schlüssel für den Schattenpalast. Das heißt, den Schattenpalast können wir auch bald angehen. Wir brauchen halt noch ein bisschen mehr für den Wüstenpalast. Ansonsten sind wir gut vorbereitet. Aber... So. Ja, wir könnten jetzt den Boss schon machen. Wo haben wir denn noch was auf der Karte? Da haben wir einen Bereich noch komplett unentdeckt. Ansonsten sind wir durch, ne? Das ist quasi nur da hinten noch der Bereich. Ja. Ja, dann machen wir schnell den Boss, würde ich sagen. Und dann gehen wir noch den Bereich abchecken.
Und dann können wir halt auch noch diese Nebenquests starten, mit Snowboard fahren. Ist jetzt auch kein unheimlich schwerer Boss. Jetzt direkt reingefeuert in den Bossfight. Aber die Musik ist einfach episch. So, das war schon die erste Phase. Und jetzt kommen die Ich-fall-nach-unten-Phase. Ist immer ein bisschen traurig, dass es so schnell geht, ne? Weil die Musik so gut ist. Die Musik ist halt echt super. Okay. Zweite Phase. Die ist jetzt schon wieder nicht so gut, die Musik. Die ist auch cool, aber die andere ist besser. Oh, das war schlecht, ne? Ja, das war schlecht. Aber ich habe es trotzdem erwischt. Ha, wie nice. Shit. Ah ja. Herzchen. Bam, Alter. Du. Nur einen kaputt gemacht. So, erledigt. Ja, easy Boss. Ohne Morgenstern aber nicht möglich, ne? Aber ohne Morgenstern wären wir halt auch nicht hierher gekommen. Du. Achso, wir bekommen ja zwei Items. Stimmt. Spiegelschärpe haben wir ja schon, das heißt, das ist auch ein gerandomizedes Item. Mal sehen, was wir da Gutes bekommen. Komm schon. Ja. Oh, ich erhalte 10 Wasserbomben. Wie cool. Nur noch 2 Wasserbomben. Dann haben wir sie alle. Ach Mann. Wir haben sie doch schon alle. So. Jetzt kommt erstmal der Ehemann. Jetzt werden wir erstmal voll weggehauen. Jetzt wird ein bisschen Liebe gemacht. Vergiss den Spiegel, schau in meine Augen. Sieh nur, in ihnen spiegelt sich dein wunderschönes Gesicht, oder? Oh. Deshalb brauchst du... Du brauchst diesen Spiegel gar nicht mehr. Du hast meine Augen. No. Du. Und dabei entstand ein kleines Yeti-Baby. Okay, es ist noch ein Zeichen für die, für das Kumulanische Buch. Nummer 4. Es gab 6 Zeichen, oder? Oder 7? I'm not sure.
Jo, ich lasse euch dann mal alleine. Tschö. Tschö mit Ö. Aber wo kommt man jetzt hin? Kommen wir jetzt oben wieder hin? Weil eigentlich will ich ja in den Dungeon nochmal rein. Erstmal speichern, ne? Genau. Sind wir jetzt noch am Dungeon oder sind wir jetzt wieder oben auf dem Gipfel? Mal gucken. Okay, wir sind noch am Dungeon. Sehr schön. Genau hier möchte ich auch bleiben. Denn wir haben auf jeden Fall mindestens noch einen Raum. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir auf die smarteste Art und Weise da hinkommen. Weil die Tür ist ja immer noch zu. Kannst du die aufmachen? Nö. Das heißt, ich gehe hinten rum. Möchtest du jetzt eigentlich was von mir? Nö. Können wir später noch den Kürbis und so abgeben, ne? Kürbis und Käse. Käsehammer. Käsehammer. Aber ich glaube, wir brauchen erst den Kürbis, sonst nimmt er den Käse nicht. Ich glaube, das ist das Problem. So, jetzt gehen wir hier raus. Ich guck mal kurz, wie viele kumulanische Zeichen brauchen wir? 7. Da fehlen noch 3 Stück, das ist schon viel. Nee. Schnell weg hier. So, wir gehen jetzt mal. Kommen wir da drüben durch? Guck mal, ihr könnt doch hier einfach durchs Fenster steigen, oder? Jawoll. Guck mal. So, hier gibt es nämlich noch 2 Schatzkisten. So. Normalerweise musste ich auch so ganz komisch mit der Kanone und so, ne? Aber wir haben ja den Morgenstern. Deswegen ist das hier auch alles easy peasy für uns. Pfeile. Ach Mann. Oh. Wahnsinn. So, einmal hier reingeschossen. Und hier hinten haben wir noch eine Schatzkiste. Die Maxi-Bombentasche. Du kannst jetzt doppelt so viele Bomben tragen wie bisher. Das ist geil. Das ist doch hier die Maxi-Bombentasche, ne? Ja. Die Anzahl der Bomben, die hineinpassen, hängt davon ab, welche Sorten du in dieser Tasche aufbewahrst. Jo. Jetzt haben wir doppelt so viel Kapazitäten. Das ist gut. Jo, das wäre es dann hier gewesen. Dann gehen wir jetzt durch den Mittelgang. Und haben noch den Mittelboss vor uns. Also den, ja. Diese komische Panzerechse. Die hier drin ist. So, wir brauchen auf jeden Fall den Enterhaken hierfür. So, ich habe die Rüstung schon kaputt gemacht. Mal sehen, was jetzt passiert. Nix. Wird geskippt. So, und jetzt auf den Schweif drauf. Okay, wow. War ja der Wahnsinn. Hilfe! Wahnsinn, Wahnsinn! Ah. Los, wirf! Wirf! Ich kann das auch!
Er will gar nicht. Oh, oh. Warum braucht er denn so lange zum Werfen? Der wirft immer erst, wenn ich hier... Und jetzt ist er wieder unbesiegbar. Warum bist du jetzt wieder unbesiegbar? So, erst wenn ich mich einmal weggezogen habe, wirft er irgendwie seine Keule. Also seinen Morgenstern. So, jetzt haben wir ihn. Alles klar. Also jetzt gibt es ja ein Item, ne? Von ihm selber. Bekommen wir jetzt theoretisch ja den Morgenstern. Das heißt, das ist auch ein gerandomizedes Item. Und dann... Jack. Jawohl. So geil. Das hat man, glaube ich, auch nicht erwartet damals, ne, dass man den Morgenstern von dem bekommt. Das war auch so ein spektakulärer Moment. Ich meine, what the fuck? Warum kriegst du den Morgenstern, ne? Okay, ein Herzcontainer. Zack. Die Musik dazu. So, und jetzt kriegen wir noch ein letztes Item. Dann sind wir auch, glaube ich, durch. Haben wir hier eigentlich doch eine Geisterseele irgendwo drin? Hier erstmal nicht. Okay. Und eine weitere Geisterseele Nummer 40. Haben wir hier noch irgendwo? Leider keine Geisterseele. Schade. Ich hätte mich gefreut. Jo, gut. Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, falls ich noch hier irgendwas verpasst haben sollte. Falls euch noch was einfällt. Irgendwelche Geisterseelen etc. Ich glaube, ansonsten bin ich erstmal durch. Die Frage ist halt, wie ist jetzt der neue Plan? Was machen wir als nächstes? Wir haben jetzt halt das Kapitel abgeschlossen. Nach den Ruinen kommt, glaube ich, der Zeittempel, genau. Vielleicht können wir da jetzt rein. I'm not sure. Ich würde das mal so machen. Weil wir haben den ja abgeschlossen, offiziell. Kann ich mich hier... Ich kann mich nicht wegteleportieren. Das ist aber traurig. Aber... Ich verlasse mal noch schnell die Ruinen. Und dann beende ich die Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Schreibt mir eure Ideen, was wir als nächstes machen können, gerne in die Kommentare. Ich wäre jetzt dafür, dass wir nochmal nachgehen, ob wir jetzt vielleicht irgendwie die Story vom Zeittempel triggern können. Wenn das nicht so ist, hätte ich gesagt, müssen wir in den Wassertempel. Weil wir haben jetzt auch die Sora-Rüstung. Da können wir ein bisschen was machen. Vielleicht kriegen wir da noch einen Schlüssel oder so. Vielleicht können wir den Boss machen. Wie viele kleine Schlüssel gibt es denn eigentlich im Wassertempel? 3. Ja, ganz so weit wird man nicht kommen. Aber wer weiß. Ist zumindest gerade die einzige Idee, die ich habe. Ansonsten gerne Ideen in die Kommentare schreiben. So. Achso, und ja, wir können die Abfahrt noch machen, ne? Gegen die Frau. Da kriegen wir auch nochmal ein Item. Genau. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, soweit erstmal wieder durch. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi, Leute.